Aber auch gefährlicher. Problem ist nur, dass ich auch nicht unbedingt unaufmerksam hier rumreiten darf. Wow. So, was ist denn dein Problem? Hallo? Hallo? Geht es dir gut, Jäger? Wurdest du beim Kriegstruppangriff verletzt? Nicht wirklich. Und ich bin kein Jäger oder Krieger. Ich bin eigentlich niemand. Du solltest nicht mal mit mir reden. Wer immer du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Cran. Ich wollte mich an den Prüfungen im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Es, lief nicht so gut. Du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Also, ich zielte gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers, da riss meine Bogensehne, ich stolperte und... Ich finde es auch schön, dass in den Untertitel Kraser steht und er Läufer sagt. Das war nicht schön, okay? Ich wollte nur etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet? Dort gibt es Prüfungen, fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen, wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht. Der Aufseher ist auf dem Hügel dort, da im Norden. Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. Wieso sagst du, dass du ein Niemand wärst und ich nicht mit dir reden soll? Ich habe einen Bogen gestohlen, okay? Und wurde verstoßen. Das war vor der Erprobung. So kann ich in dieser Zeit der Not nicht mal für meinen Stamm kämpfen. Ich muss in der Wildnis leben, ganz allein. Darum wollte ich ein bisschen trainieren. Ich bin bloß froh, dass der Aufseher mit mir geredet hat. Ich glaube, er ist ein Verbannter oder sowas. Ihn scheinen die Gesetze der Stammmütter nicht zu kümmern. Ist das nicht wirklich besonders gut? Scheiß gleich alle verstoßen? Kann ich dir irgendwie helfen? Denen gehen wahrscheinlich irgendwann die Stammsmitglieder aus. Mein Vater sagte immer, Urmutter hätte Pläne für mich. Zumindest bevor ihn ein Läufer überrannt hat. Ich muss jetzt los, Cran. Okay, sei vorsichtig, besonders Richtung Norden. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. Das Jagdgebiet wäre natürlich auch eine interessante Mission für den Moment. Bist du mein Läufer? Nee, du bist eine feindliche Maschine. So, wo ist mein Läufer denn? Dann mal los! Ist die Frage, wo wir jetzt zuerst hinwollen. Ich meine, das hier scheint das Jagdgebiet zu sein. Das wäre natürlich auch höchst interessant. Ich meine, es liegt ja mehr oder weniger auf dem Weg. Falsche Flussseite, aber sonst... Ich könnte meinen Läufer einfach hier stehen lassen, vielleicht ist der nachher auch noch da. Und vor allem sollte ich... darauf achten, nicht von anderen Läufern entdeckt zu werden. Dann kann ich mir das Ganze hier aber auch mal... Jagdgebiete. Ah. Sogar ein ganz eigener Eintrag. Nicht mal eine, also schon noch eine Nebenquest, logischerweise. Aber es ist tatsächlich ein komplett eigener. Eine komplett eigene Rubrik. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal kurz um das Jagdgebiet hier und überprüfen unsere Fähigkeiten. Außerdem nehmen wir uns wie immer. Ein paar... eine Scherbenspielkiste. Diese Kiste muss geöffnet werden. Na, okay. Ich nehme mal eine mit. Interessante Outfits. Ja, das Problem ist, dass hier die Outfits so langsam auch schwer werden. Wahrscheinlich kann ich mich damit nicht mehr allzu schnell bewegen.
Aber das soll im Moment auch nicht unbedingt mein Problem sein. Eine Sprengschleuder wäre natürlich interessant. Diese langsam feuernde Schleuder wirft explosive Bomben mit verschiedenen Auslösemechanismen. Naja, ich konzentriere mich im Moment erstmal auf meinen Bogen. Ich denke, damit bin ich ganz gut. Cool. 15 Metallscherben gekriegt. Das hat sich doch gelohnt. Na gut, dann wollen wir mal gucken, was wir so drauf haben. Ich sprach mit Kren. Er sagte, dies sei ein Jagdgebiet, um sein Können zu testen. Armer Kren, nicht der beste Jäger, aber das macht ihm nichts aus. Hm, trägst ein Sucherzeichen. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht. Du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter, das heilige Land zu verlassen? Ja, aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen. Wirklich? Dann können wir vielleicht offen reden. Es ist so, ich bin hier für die Kaja. Ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge. In Meridian. Wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem. Du könntest genau die Person sein, die wir suchen. Versuch dich doch mal an den Prüfungen. Doch damit eins klar ist, ich würde begrüßen, wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst. Besonders gegenüber den Stammmüttern. Du dürftest gar nicht hier sein, oder? Nein. Mein Freund und ich verließen das heilige Land und kehrten zurück. Den Stammmüttern würde das gar nicht gefallen. Wir sind wahre Jäger. Wir zogen los, um neue Herden und Maschinen zu finden. Und darum wollten wir auch in die Jägerloge. Doch die Kaja hätten keine Nora aufgenommen, also trugen wir Kaja-Kleidung, als wir uns vorstellten. Nach einer Weile fühlten wir uns wie zwischen zwei Welten gefangen. Nicht ganz Kaja, nicht ganz Nora. Wir vermissten die Heimat. Wir kehrten zurück und haben ein eigenes Jagdgebiet gefunden. Kann das denn gut gehen, ohne die Erlaubnis der Stammmütter? Ich weiß nicht. Doch wir glauben nicht an ihre Regeln. Die Welt da draußen ist groß und es bringt nichts, sie zu ignorieren. Erzähl mir von den Prüfungen. Die Jägerloge bietet in Jagdgebieten Prüfungen an, bei denen Jäger ihr Talent beweisen können. Was bekommt man, wenn man sie besteht? Den Stolz auf sein Können und Abzeichen, je nachdem, wie gut man war. Hier bieten wir Werkzeugprüfungen an. Was für Werkzeug? Zur Jagd braucht man nicht nur einen Bogen. Du musst einfach alles Verfügbare einsetzen, sogar deine Umgebung. Das siehst du, sobald du eine Prüfung machst. Was ist die Jägerloge? Eine Gruppe von Jägern, die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten, geführt von den Kaja in Meridian. Du wirst sie treffen, wenn du im Jagdgebiet 3 Halbsonnen erlangst. Aber sei gewarnt, sie mögen keine Nora. Wähle eine Prüfung, ich erkläre sie dir. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserücken abschießt. Ich denke, da komme ich tatsächlich später mal zurück, weil gerade sowas mit Abschießen und sowas, das kann ich alles noch nicht. Ich habe auch noch nicht so viel Ausrüstung, um das Ganze irgendwie tatsächlich zu stemmen. Aber heißt nicht, dass ich das hier nicht ausnutzen würde. Ein paar Graser vielleicht zu erledigen. Na gut, vielleicht übernehme ich auch einfach nur einen Wächter. Genau, vielleicht spiele ich auch einfach nur ein bisschen mit einem Wächter.
Naja. Schade um die ganzen Graser, aber mein Gott. Schlimmeres. Hier echt nicht wieder hoch. Hallo? Ich würde gerne den Lachs Wasser kann nicht schaden. Abschießen. Knochiges Fleisch. Ja, super. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir erhofft hatte von einem Lachs, aber naja, gut. So. Wer bist du? Was willst du? Befinde ich mich überhaupt wieder auf dem richtigen Weg? Was Vorrat? Ah, du bist ein Händler. Cool. Dann gib mir mal meine Gratisprobekiste. Eine Karte eines Utaru-Botanikers fügt Kartenmarkierungen hinzu, die auf mögliche Fundorte von Metallblumen hinweisen. Das nehme ich doch auf jeden Fall mal mit. Ich kann das alles mitnehmen, kostet nämlich gar nicht so viel. Und wer weiß. Bringt mir ja vielleicht sogar tatsächlich was. Ja, doch, das hilft mir schon mal. Definitiv. Da oben ist sogar noch eine Metallblume? Echt jetzt? In meinem Nora-Gebiet. Damit hätte ich nicht gerechnet. Na gut, es ist auch so weit oben auf einem Berg drauf, da komme ich von da unten wahrscheinlich nicht hin. Ich bin sogar schon an einer Metallblume vorbei. Hier irgendwo angeblich, das ist ja auch der Wahnsinn. Na ja, gut, dann wollen wir mal zwischendurch ein wenig speichern und na gut, dann wollen wir doch einfach mal den Fehler machen und diese Energiezelle suchen, beziehungsweise die Verwendung für die Energiezelle suchen. Ich ist jetzt mittlerweile ein bisschen über eine Woche her, dass ich das Spiel gespielt habe. Von daher eventuell ein Willkommen zurück, ich weiß es nicht. Es ist ja immer so eine Sache bei diesen großen Spielen. Ich habe, während ich sie spiele, noch keine Ahnung, wie ich... Gottes Willen, es ist so laut. Mein Fernseher ist so laut. Habe ich noch nicht wirklich eine Ahnung, wie das Ganze später abläuft. Ich weiß nur, dass ich in dem Spiel nicht klettern kann. Hier komme ich trotzdem hoch. Sehr gut. Und ich schätze mal, das hier ist ja an sich auch schon etwas antik. Für diese Welt zumindest. Wo genau der Eingang für diese Höhle jetzt allerdings ist... Schätze ich mal hier. Die Frage ist, komme ich hier hin? Komme ich da runter? Was wohl da unten ist? Und wenn ja, komme ich da wieder hoch? Ich kann mich ja mal runterfallen lassen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Ah, Wasser. Sehr gut. Das beruhigt mich ein bisschen. Ich war mir nicht sicher, ob da wirklich Wasser ist oder nicht. Aber doch. Und hier haben wir auf jeden Fall eine Metallblume. Was machst du eigentlich hier draußen? Es ist auch ganz nett, dass die Entwickler hier die Metallblumen durch... nummeriert haben von A bis J.
Wobei es da mehr als 26 gibt. Von daher mal gucken, aber auf jeden Fall sind sie in irgendeiner Weise durchnummeriert. Das heißt, falls man tatsächlich mal nachsehen möchte, wo denn eventuell noch Metallblumen sind, kann man das relativ easy über Guides machen. Und wir haben einen Bunker entdeckt. Ich bin mir nur noch nicht... Es ist eine Ruine. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Denn nur weil es in der ersten Ruine keine bösen Mächte gab, heißt das nicht, dass ich hier sicher bin. Rüstung. Aus der Zeit der Alten. Ultragewebe-Rüstung. Experimentelle persönliche Rüstung Nanofasergewebe mit eingearbeitetem Mikroprojektionsgeflecht. Ach du Schande. Aber vielleicht kann ich damit ja, vielleicht kann ich mit der Energiezelle ja hier eine Tür öffnen. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Netzkabel. Die Alten haben solche Zahlen verwendet, um die Zeit anzuzeigen. Sicherheitsverschlüsselungsport mit Holograph und Display. Die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen für Holo-Schlösser in der Nähe. Okay. Na gut. Textprotokoll, na gut. Dann wollen wir mal gucken. Textprotokoll, Datenbeschädigung partiell. Ultragewebetests. Bla bla bla. Nötiger Mindestwert, ballistischer Test. Okay, es sind ja eigentlich ganz gute Ergebnisse. Hinweise. Gewebe verengt sich nicht richtig bei lokalen Aufpralltests. Wir müssen die vorhandenen Sensoren verbessern oder mehr hinzufügen. Okay. Also 85 ist der nötige Mindestwert. Beim Aufprall schützt das Gewebe wohl nicht so gut. Ansonsten allerdings schon. Sensoroptimierung erforderlich. Torsoschutz jedoch noch rückständig. Größere Gewebedichte wird empfohlen. Im nächsten Test sieht er schon besser aus. Und hier haben sie es schließlich fast geschafft. Die Beine sind richtig eingekracht. Die Gewebedichte und Ortungsbauteile machen Fortschritte, aber ein Integrationsfehler am linken Knie ließ den Aufpralltest fehlschlagen. Autsch. Die Testperson wird sich davon nicht so schnell erholen. Chirurgischer Eingriff erforderlich. Okay. Achso, hier ist zu. Ah, hier ist zu. Rotes Licht. Ich komme nicht rein. So etwas habe ich nicht mehr gesehen, seit ich klein war. Zwölf, 15, 18, 21, 0. Okay. Kann ich hier irgendwie irgendwas machen? Oder? In den Geräten sind keine Energiezellen. Ich brauche Energiezellen, um sie in Gang zu bekommen. Na, das sollte ja an sich kein Problem sein. So, passt. Jetzt ist nur noch eine. Die zweite? Das ist eine Art Code. Vielleicht gibt's hier einen Hinweis. Ah ja, 12 Uhr ist oben. Dann haben wir hier 15 Uhr. Vielleicht finde ich hier irgendwo mehr Informationen darüber, wie das alles funktioniert. Sieht aus, als hätte jeder Schalter vier unterschiedliche Positionen. 18 Uhr. Vielleicht, wenn ich jeden Schalter in die richtige Position 21 Uhr. Dann schaue ich mal nach der Tür. Gut, dass wir die Uhrzeit lesen können. Sieht aus, als ließen sich die Klammern irgendwie öffnen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den Mechanismus einzuschalten und die Klammern zu lösen. Ach Gott, übrigens, ich hab nachgeprüft und Aloy hat im Deutschen wohl tatsächlich dieselbe Stimme wie Zelda, wobei mir der Name jetzt gerade nicht einfällt. Ich will Julia Kasper sagen, aber ich muss nochmal nachgucken. Auf jeden Fall haben wir hier noch eine Textnachricht, eine weitere Textnachricht sogar, mit minimaler Datenbeschädigung. Moment. Ja, Julia Kasper sollte die gute Frau heißen, die sowohl Zelda als hier auch Aloy spricht.
Aber wie dem auch sei, hier eine Nachricht von Major Garrow. General, Sie wollten es schnell, billig und gut und das werden wir liefern. Durch die Verwendung eines flexiblen Nanofasergewebes statt einer Panzerung und die Verbesserung des Schutzes mit einem 400 EV Hartlicht-Mikroprojektor haben wir in unseren Testzyklus von Wochen auf Tage reduziert. Ich bin sicher, dass wir den Anzug nächsten Monat rausbringen können, und zwar mit genug Produktionskapazität, um Dutzende Elite-Einheiten zu versorgen. Zudem wird er nur halb so schwer und halb so teuer, aber bietet die doppelte Mobilität. Dazu müssen wir nur wissen, wie es um die finanziellen Mittel steht, und wir benötigen noch einige Techniker und eine weitere erfahrene Testperson. Ich weiß, dass die Ressourcen bereits bis zum Äußersten ausgereizt sind, aber jede weitere Verzögerung würde den Zeitplan gefährden. Deswegen bitte ich um schnellstmögliche Rückmeldung. Möge Gott in diesen dunklen Zeiten mit Jane und Ihnen sein. Ja, was so funktioniert hat, sei mal dahingestellt. Aber, okay. Jetzt haben wir hier Metallscherben, Echohülse. Metallbrand, Gefäß, Kühlsaft, Lohe, Zünder, Draht, Reinholz, Gesundheitstrank, Stärkungstrank, alles mögliche. So viel zum Thema leichtes Gepäck. So, meine Tränke sind immer noch voll. Ich erinnere mich. Na ja, gut, muss ich wohl irgendwann mal verbessern, aber dann gucke ich mir lieber mal die Vorratskiste hier noch an. Hier haben wir nämlich einen Maschinenkern, das ist ganz nice. Und ansonsten auch hier wieder einen Gesundheitstrank, den ich nicht mitnehmen kann, aber das ist dann in dem Falle okay. So, wie kriege ich dich hier... Wie kriege ich dich hier raus? Eventuell gar nicht. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Oder komme ich hier durch die Tür noch irgendwo hin? Ich muss nur diese Energiezellen einsetzen. Dann müsste es gehen. Noch 3 Energiezellen. Oh, dammit. So viel habe ich natürlich nicht mehr. Garantiert nicht. Die müssen mit den Abschnitten eines Kreises zusammenhängen. Ich habe gar keine Energiezelle mehr, stimmt's? Nee, natürlich nicht. Ach, dammit. Okay, ich brauche also noch 3 Energiezellen und dann kann ich nochmal hier zurück. Krieg die Rüstung. Aber gut. Gut zu wissen, dann muss ich nochmal irgendwann hierher. Und jetzt erstmal wieder finden, wie ich hier rauskomme. Schade eigentlich. Ah ja, ich schätze, da kann ich wieder hochklettern. Sieht zumindest danach aus. Mittlerweile ist es draußen Nacht. Tja, aber gut, kann man nichts machen. Muss ich mit 3 Energiezellen wieder hierher kommen. Das ist aber ja eine Maßnahme, die man durchaus... die man durchaus mal annehmen kann, vornehmen kann, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ansonsten, hier altes Gefäß, ist natürlich auch interessant, keine Ahnung, was es da so gibt. Hier ist noch irgendwo eine Metallblume. Ist generell zu viel, viel zu viel. Panorama ist natürlich auch nice. Allerdings habe ich hier beim alten Gefäß keine Ahnung, nach was ich überhaupt suche, wie ich suche, aber ich gehe mal in die Richtung. In die Richtung muss ich sowieso.
Was ich allerdings gucken könnte, wäre, ob hier zufällig ein Fisch rumschwimmt. Der mir vielleicht seine Kräte geben will. Mein Fokus empfängt sowas wie ein Signal. Vielleicht kann ich es scannen.